Ja, Meister. 1, 2, 3 und hopp. Und den zweiten Assist. Jawohl. Der Wahnsinn. Okay. So. Genau. Sehr zu wohl sein. Alle recht herzlich begrüßen. Das ganze Geschäft hat weder Mühen noch Kosten gescheut, uns wieder auf die Bühne zu bringen. Kosten insofern, als dass in flüssiger Nahrung uns zugeführt wird. Wenn heute vielleicht jemand etwas überhaupt nicht versteht, wir haben danach noch 10 Minuten Erklärungssprechstunde. Wie gesagt, wenn einer beleidigt ist, sei schuld. Viel Vergnügen! Wandern ist des Müllers los. Ich bin neu in Füssen, mache aber trotzdem City-Touren. Bin heute und hier ihr zentrifugierter Stadtführer. Ah nein, ihr zertifizierter Town Guide, wie man so sagt in der Branche, nicht wahr? Also beginnen wir. Wir stehen hier am Sieben-Steine-Brunnen. Dieser Brunnen ist ein Symbol für diese Stadt. Nicht wahr? Was? Achso, nicht wahr? Diese Stadt steht fest wie ein Stein in ihrer Geschichte, nicht wahr? Aber die Köpfe wackeln. Habe ich noch gar nicht bemerkt, aber stimmt. Nicht wahr? Nicht was? Nicht wahr? Ach ja, nicht wahr? Die wackeln. Die wackeln vermutlich deshalb, nicht wahr? Weil die Köpfe der Stadträte auch wackeln. Wenn Ihnen der Bürgermeister wieder mal eine Bären aufbinden will. Nicht wahr? Aber drei wackeln nicht. Er hat recht. Drei wackeln nicht. Ja, und warum wackeln drei nicht? Nicht wahr? Moment, schaue ich mal in meinem Führungstext nach, in meiner Gebrauchsanweisung für Stadtführer. Nicht wahr? Nix drin. Ist mit dir der Nase was? Meine Nase kitzelt.
Das ist kein Wunder, weil sie kitzelt, ist ein vorwitziges Nasenhaar. Ich hab's mir zwar gedacht, aber ich hab's mir selbst nicht geglaubt. Sie brauchen ein Nasenstudio. Nein, oder einen schlichten Herrensalon. Herr Stadtführer, gibt es an Ihrem Führungsweg einen Herrensalon? Meine Verehrung, Meister. Guten Tag, grüß Gott. Was darf es sein? Dieses linke Nasenloch juckt, also das, Nasen, das Haar in diesem linken Nasenflügel juckt. Bitte zieht. Werde ich nachschauen und ansonsten entfernen. Brauchen Sie vielleicht einen neuen Haarschnitt, neue Styling? Nein, alles nichts. Brauche nur dieses Haar. Also ich meine ja, Sie täten das wirklich brauchen hier oben, aber naja, schauen wir mal. Schneiden Sie das Haar, reden Sie nicht drum herum, ich bezahle Sie schneiden. Mit diesem Verhau hier, da bräuchte ich ja normalerweise eine Kettensäge. Das ist schon gut. Zeiten normal. Aber gesagt, das kann ich für einen normalen Preis kann ich das nicht machen. Da muss ich Ihnen eine nasale Gefahrenzulage abnehmen, damit das klar ist. Kein Problem, ich zahle Sie schneiden. Aber halt, bevor Sie schneiden, hätte ich da noch eine Frage. Kennen Sie sich hier aus? Sie sind gut. Ich bin Friseur. Okay. Hier öffnen die Frauen Herz und Mund. Außerdem singe ich im Chor. 40 Münder vom Bankdirektor bis zum Polizisten verraten mir 1000 Neuigkeiten. Ich sitze auch an verschiedenen Stammtischen. Da wird zwar viel geredet, aber wenig gesagt. Ich habe jedoch die Fähigkeit dafür entwickelt, so den ganz verbalen Nonsens sofort auszusondern. Ich lese auch die Zeitung, ich lese auch zwischen den Zeilen. Da steht oft mehr als auf den Zeilen, sollten Sie wissen. Ich bin besser als Brockhaus, Wikipedia und Kreisbote und alles, was da so ist, so. Außerdem bin ich bibelfest, nur dass es klar ist. Amen. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob es in dieser Stadt eine gute Führung gibt. Ich bitte Sie, Sie sind doch gerade mit einer Führung unterwegs. Mit dem Zertifizierten, nicht wahr? Nicht wahr? Sie haben mich falsch verstanden. Ich habe gemeint, ob es in der Verwaltung dieser Stadt echte Führung gibt. Guter Freund, woher soll ich das wissen? So etwas wissen nur die Götter. Und die nehmen uns nur aus der Ferne zur Kenntnis vom Olympus. Apropos Popo, im Klosterhof wurde vor kurzem eine öffentliche Toilette, eine sogenannte Wohlfühltoilette, ihre Bestimmung übergeben. Da diese Toilette direkt neben der Stadtbibliothek liegt, bietet die Bibliothek als Novität eine sogenannte Kurzausleihe an. Hat nichts mit mir zu tun. Wenn man so will, die literarische Semmeltaste. Kurzausleihe bedeutet, dass für Bücher, die nur für die Dauer einer Darmentleerung ausgeliehen werden, keine Leihgebühr erhoben wird. Ja. Dazu ein ganz persönlicher Lesetipp für einen erfolgreichen Sitzungsverlauf. Der Bestseller Darm charmant von Frau Dr. Annalise Unterweger Hinterstößer. Hier ist Ihr RSA-Studio Kempten mit seiner aktuellen Presseschau. Außenstelle Erkenbollingen. Unser Reporter Franz Worsals berichtet vom Alpsee in Hohenschwangau. Hören Sie mich, Franz? Ich höre Sie. Franz, Sie sind ja vor Ort und haben jetzt genaue Kenntnis von dem, was da war. Was war da? Ja, da war ein Japaner, der Herr Hashimoto aus Nagasaki. Und der wollte Schloss Neuschwanstein fotografieren. Und zwar von einem besonderen guten Punkt aus wollte er das tun. Und dann ist er von der Alpenrose auf das Eis hinausgelaufen. Franz, hallo Franz, das Eis trägt doch noch nicht. Franz, hören Sie mich? Ja, hier Franz, ja, trägt noch hinten und vorn nicht. Und einer schreit auch hinaus. Und der Japaner? Der Japaner hat nichts verstanden und wenn er es verstanden hätte, hätte er es nicht geglaubt. Ja, und wie ist es dann weitergegangen? Ja, er ist dann weitergegangen und wie er endlich den richtigen Platz für seine Aufnahme gefunden hat, hat bloß noch sein Kopf aus dem Eis geschaut. Ja, und dann?
Ja, und dann haben ihn zwei Urlauber irgendwie aus dem Eisloch herausgezogen. Und was glauben Sie, was der Japaner gemacht hat? Er hat gesagt, learning by doing. Ich habe jetzt einen weiteren Korrespondenten in der Leitung. Es ist unser Kollege Rüdiger Ibrahim Lamball, der aus dem Grenzgebiet zwischen Füssen, Filz und Pfronten berichten wird. Rüdiger, Sie haben da einen besonderen Fall. Fall erfahren, ein Unfall an der Filz. Erzählen Sie und fallen Sie mir jetzt bitte nicht in ein Funkloch. Rüdiger? Ich bin da und auch vor Ort. Also der Fall war so, dass eine Frau mit ihrem Fahrrad ihren Fifi Gassi geführt hat. Diese jedoch ohne viel Hirn, wie man gleich sehen wird. Aha. Genau, also die Frau mittleren Alters befestigt die Leine, an der ihr Fifi läuft, am Lenker ihres Fahrrads. So fährt sie an der Filz entlang. Nachdem alles eine Weile gut gegangen war, bekommt Fifi Durst und hechelt über die Uferkante hinunter zum Wasser. Nachdem das Hundele noch immer durch die Leine mit dem Lenker verbunden ist, folgte das Fahrrad dem Hund. Und weil Frauchen noch immer auf dem Fahrrad sitzt, folgte auch Frauchen ihrem Fifi. Das Hundele stürzte sich ins Wasser, das Frauchen aufgrund der Fliehkraft auch. Und was ist mit der Hundebesitzerin? Nass natürlich. Ohne groß ins Detail zu gehen, es muss mit ihrer Beckenschaufel irgendwas nicht in Ordnung sein. Zurzeit steigt sie jedenfalls nicht mehr in den Sattel. Ein kleiner Hund kann der allerbeste Freund sein. Das Jahr 2015 war wirklich ein Jahr des Abschieds. Wer ist da it als gange? Ja, das war wirklich ein Jahr zum nassen Ogenkrieger. Ja, wer ist denn da alles gegangen oder gegangen worden? Zum Beispiel der Herr Tschirschnitz. Tschirschnitz? Moment, Tschirschnitz? Wer ist Tschirschnitz? War. Er war. Er war was? Er war in der Stadtverwaltung sozusagen das Phantom der Oper. Man hat gewusst, dass es ihn gibt, aber nicht wo. Er war da, aber man hat ihn nicht gesehen. Das würde ja unterm Strich bedeuten, dass es dem normalen Bürger gar nicht auffällt, dass er nicht mehr da ist, weil man vorher gar nicht gewusst hat, dass er da ist. Ein komplizierter Satz, aber ungefähr so stimmt's. Oh, dieses verhaltene Lob aus Ihrem Munde erfreut mein Gemüt. Ich möchte mich weiter erfreuen und deshalb ersuche ich Sie, mir weitere Abgänge offenkundig zu machen. Merken Sie es? Der war auf der Volkshochschule. Studium Generale, deutscher Ausdruck im spätbiedermeierlichen Gesellschaftsroman. Okay, also, Helmut Schuster, der Kämmerer, auch abgegangen. Also, das war jetzt schon hart, Mann. Das ist wirklich hart, Mann. Hart, Mann? Was soll denn dieses hart, Mann? Der Verlust ist halt hart, Mann. Wissen Sie, weil er so gern liest, spielt er so gern mit der Sprache. Also, mit hart, Mann, mohnt er die Zeit nach dem Schuster. Und mit Hartmann mohnt er die Frau Hartmann, die er als Nachfolgerin von dem Schuster ausdenkt war. Aha, ausdenkt war. Kombiniere, der Mensch denkt und Gott lenkt. Volltreffer, genau, gar nicht schlecht. Also, die Verwaltung hat sich die Frau Sandra Hartmann ausdenkt und der Personalausschuss hat gesehen, hoch die Pfote, das hebt die Quote.
Also wie das hier in Füssen alles so funktioniert, ist für mich als Landbewohner von Lengenwang immer wieder bewundernswert. Wie ein Uhrwerk, wo genial ein Rädchen in das andere greift. Ja, und nachher war auf einmal Sand im Getriebe. Aha. Und weg war die Hartmann. Das ist vielleicht Hartmann. Man muss sich die Frau vorstellen wie einen Düsenklipper. Majestätisch fliegt er daher, setzt zur Landung an, setzt kurz auf und startet wieder durch. Sie täten jetzt sagen, das ist wie ein Gleichnis. Nein, kein Gleichnis. Das ist doch eine Katastrophe für die, die sich das ausgedacht haben. Ja, die war jetzt bloß 40 Tage in der Kämmerei. Die hat doch halt so allerhand gesehen und hat sie für sie denkt, lieber ein schneller Schnitt als ein Siechtum bis zur Verrentung. Obwohl. Sie denken jetzt bestimmt auch an den Messthaler. Ich denke jetzt auch an den Messthaler. Darf ich an Ihrem Gedankengut auch daran teilhaben? Was ist mit dem Messthaler? Ja, den Messthaler, den haben sie outgeburnt. Der Ernstl ist richtig fertig. Outburn, aber richtig. Leute, Bürger, Rationalisten, oder wie heißt es? Rationalisten. Kein Mensch kann mir weismachen wollen, dass in dieser Stadtverwaltung, ich muss jetzt etwas auf meine Wortwahl achten, jemand an der Last seiner Aufgaben erkrankt. An der Bürger. An der Bürde der zu bewältigenden Arbeit mit Sicherheit nicht, aber... Meine Zeit, was ist das für ein dämliches Rumgeseiere? Wir sind doch hier nicht im Religionsunterricht. Reden Sie Deutsch? Die Leute haben ein Recht auf Information, verstanden? Ja, aber... Deutsch bitte, Klarheit bitte. Also, machen Sie bitte weiter, weil Sie haben da oben sowieso verschissen. Also... Das ist gar nicht lustig. Okay. Aber ich mach weiter. Also, die durch den Bürgermeister und seine rechte Hand ausgeübte psychische Belastung von Teilen der Administration bewirkt bei sensiblen Gemütern eine Destabilisierung ihrer fragilen Struktur und führt zur Zerrüttung der Psyche und folgerichtig Zusammenbruch ihrer Physis. Genannt Burnout. Into a burning ring of fire, I went down and down and down, and the flames went higher. It burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Ja, wenn man die Stadtpolitik nur im Spiegel der örtlichen Presse verfolgt, dann erhält man, so vermute ich, nur ein etwas verzerrtes Bild der Realität. Die denken halt alle mit. Während der Heinz Sturm vom Fürstner Blatt manchmal gefühlt nur das Buttermesser ansetzt, sticht der Matthias Matz vom Kreisboten meistens mit dem Skalpell für tiefere Gewebeschichten zu. Meine Meinung, die kann zugegeben falsch sein. Niemals aber liege ich falsch, wenn ich dieses Geschehen aus der Warte der Naturwissenschaften betrachte, zum Beispiel mit den Augen der Mathematik, zahlenmäßig natürlich. Mein grauenhaft Zahler! Dir und anschaut, stellen Sie sich vor, ich muss wohin und die zwei Nuller an der Tür schauen mich an. Traurig oder mitleidig, so wie du schon mehr präsiert's. Oder ist es am Ende schon spät? Sie gleiten schon wieder ab ins satirisch-urologische. Ich meine konkret die Verlustrate des derzeitigen Stadtrates. Also, Sie mögen ihn jetzt vielleicht nicht mega, ich mag ihn, weil er mitdenkt. Jetzt denken Sie nach, der Stadtrat hat letztes Jahr in 2 Monaten 3 Stadträte verloren. 3 Stadträte? Er denkt auch mit. Ich habe für Sie jetzt eine Denkaufgabe, genauer gesagt einen Dreisatz. Wenn
in 2 Monaten 3 Stadträte zurücktreten? Wie viele Stadträte werden in 6 Monaten zurückgetreten sein? Oder wie viele Stadträte in einem Jahr? In 8 Monaten mal 3 sind alle 24 Stadträte weg. Sind wir bei 0. In 12 Monaten müssen wir 24 nachfüllen, damit wir wieder voll sind. Das ist angewandte Mathematik, Algebra. Eine Gleichung mit 24 Unbekannten, I plus X und Y. Da brauchst du das ganze komplette Alphabet. Sie sind ein ziemlich schneller Rechner, aber die Rechnerei ist schon ein bisschen hirnrissig, weil wenn einer ausfällt, fällt der andere neu. Das heißt, der Stadtrat erneuert sich alleweil wieder neu. Eine richtige Runderneuerung bloß. Bloß? Bloß, was helfen neue Rädler, wenn der Karre der gleiche bleibt? Moment, da mache ich jetzt einmal weiter. Was, wenn der Karre neue Reifen hat, aber der Lenker nicht weiß, wie man die Gänge einlegt? Wenn er nicht weiß, dass das Ding neben Gas und Bremse die Kupplung ist? Der Fahrer fährt doch Automatik. Der macht alles mit dem Gasfuß. Der weiß doch gar nicht, was er bremst. Ja, aber wenn er bremsen muss... Muss er nicht. Du bist. Genau. Muss er nicht. Er ist nämlich schon auf dem Highway to Hell. Voll Frohsinn ist Pfarrer Drosin. Parkt er auch unterm falschen Zeichen, wird kommunaler Willkür er nicht weichen, weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf. Ich sage euch aber, noch ehe der Hahn dreimal kräht, lässt der Jakob den Pfarrer Drosin einmal einbuchten. Das muss man sich vorstellen, wegen fahrlässigen Parken, wegen 73 Euro. In der Bibel war man da schon mit 30 Silberlingen dabei. Jetzt rein theoretisch, was tät der Jakob, wenn er wissen tät, dass einer allweil im absoluten Halteverbot parkt, zum Beispiel am Magnusplatz, direkt am Kirchenweg? Da hat der Jakob gar nichts tun, weil er das weiß und der, wo der parkt, muss halt ins Gefängnis. Sind Sie jetzt nicht ruhig und zwar auf der Stelle? Weil wenn nicht, dann kann es leicht sein, dass wir bald alle miteinander in einer Zelle mit dem Drosin hocken. Sie machen mich jetzt aber neugierig. Ich will es jetzt genau wissen. Ganz genau. Wer parkt im absoluten Halteverbot am Magnusplatz und muss nicht mit Pfarrer Drosin in den Knast? Raus mit der Sprache, meine Herren. Ich sag's Ihnen aber bloß ins Ohrwatschel. Das ist lautlos und ist vor Gericht nicht verwertbar. Ich leihe Ihnen mein Ohr, und zwar das ohne Hörgerät. Da höre ich dann fast nichts. Oh, nein.
glaube ich nicht. Was für ein Name hat jeder denn gesagt? Rist. It. Hauptamtsleiter. Rist. Sie fix it. Jetzt tun sie doch jetzt so, das weiß doch jeder. Das weiß fast jeder. Ja schon, aber it von mir. Auf Ehr und Seligkeit, it von mir. Aber so etwas geht doch nicht. Wir leben doch in einer Demokratie, wo es ein Grundgesetz gibt, vor dem alle gleich sind. Ja, der Rist ist halt ein bisschen gleicher. Ja, aber. Ja, nix, aber. Stellen Sie sich doch einmal vor, einer von den Sheriffs täte ihm einen Strafzettel hinter den Wischer. Nach gültigem Recht hätte er Recht, aber er kriegt nicht Recht. Im Gegenteil, dann kriegt er unten drauf, dann kriegt er Uhr, zwei, drei Abmahnungen und dann fliegt er. Wie der Müllerfalle. Ja, aber der Rist, das ist doch ein junger Mann, gemessen an mir oder an dem Fahrrad Rosin. Ist doch ein ganz junger Hupfer. Ich meine, wenn der Rist dort im absoluten Halteverbot parken darf, dann könnte man doch den Rosin auch im Halteverbot parken lassen. Da verwechseln Sie jetzt Äpfel mit Birne. Hören Sie, wenn ich was verwechsle, dann keine Birne mit einem Apfel und schon gar nicht mit einem faulen Apfel. Ja, hören Sie mit den faulen Äpfeln auf. Der Drosin ist doch ein gestandenes Mannsbild und der stellt sich doch nie im Leben auf eine Stufe mit dem Richter. Der Drosin hat einen Stolz und er klagt bis zur letzten Instanz. Wobei für einen Pfarrer wird Drosin die letzte Instanz oder das jüngste Gericht. Sein könnte! Der legendäre Hauptamtsleiter Josef Roßkopf ist sein ganzes Leben lang zu Fuß von Füssenwest in das Rathaus gelaufen. Die gute Haut. Und der SPD-Stadtrat Hans Möller mit seinem Holzbein ist auch sein ganzes Leben lang zu Fuß ins Rathaus gegangen, obwohl er hätte fahren dürfen. Das war für ihn richtig mühsam, die gute Haut. So, wir queren die Sebastianstraße. Bei der Ampel mit der kürzesten Grünphase der Welt. Nicht wahr? Nicht jeder, der bei Grün losläuft, erreicht die andere Seite lebendig. Nicht wahr? So, jetzt sind wir an dem Scharannenplatz. Scharanne ist ein bayerisches Wort und bedeutet auf Deutsch Korn. Korn existiert in zwei Aggregatzuständen. Nämlich sichtbar und unsichtbar, nicht wahr? Sichtbares Korn wird im Casa Veda vegan verwurstet. Wirkung zweifelhaft. Unsichtbares Korn wird im Feuerhaus überwiegend zum Löschen eingesetzt. Die wächst alles noch. Gell? Wirkung abhängig von der eingesetzten Menge. Was war, ist noch nicht wahr. Das war doch der neue Brunnen, der sogenannte Brotbrunnen. Meine Damen und Herren, der Name ist nicht reiner Schwindel, da läuft nämlich kein Brot raus, sondern Wasser. Die Würste am Boden sollen, so, und jetzt halten Sie sich fest, Säcke sein. Da lache ich, nicht wahr? Sind aus reiner Bronze und heizen sich bei Sonnenschein auf. Da können Sie Eier drauf braten, nicht wahr? Mein Freund hat's ausprobiert. Und Damen bitte weghören. Sich dann draufgesetzt, nicht wahr? Nicht kapiert? Wenn die Leute hier früher am Sonntag zu viel Kern konsumiert hatten, dann waren sie blau und sie machten dann am Montag blau, nicht wahr? Ja, der Paul ist schlau, färbt die Haare dunkelblau, verzieht er, aber sonst rührt sich nichts mehr.
ja, neulich hat einmal jemand behauptet, dass der Jakob Paul seine Restbehaarung am Kopf einer dezenten Tönung ausgesetzt hat. Het, wer, sot, kund. Alles im Konjunktiv, alles spekulativ, obwohl... Obwohl für Ramon in dem sein Alter ist ja ein bisschen zu dunkel. Andere sind da wirklich schon grau oder wenigstens ein bisschen gescheckert. Oder aber ganz weiß. Nichts genaues, wo es meint. Aber dass der Jakob auf dir Barhorn noch aufpassen muss, glaube ich gleich. Also, ich fasse da einmal zusammen. Nix gnaus wurs mal it. Deshalb darf man aber trotzdem nachdenken. Ich denke im Ermessensspielraum des Konjunktivs Folgendes. Es könnte doch sein, dass die Schwärzung seiner Haarpracht ein Indiz dafür ist, dass er sich mit zunehmendem Alter zunehmend von den roten Idealen seiner Juso-Jahre entfernt. Oder? Beißen Sie auf die Zähne, gnädige Frau, nicht wahr? Noch 30 Schrittlein und wir sind am Portal von St. Mang. Hören Sie, über 800 Meter hier, über dem Meeresspiegel, nicht wahr? Wir blicken von hier in Abgründe, in richtige Abgründe. Das heißt, wir überblicken zuerst diesen kleinen Platz. Der ist seit dem Jahr 1700 Baustelle, nicht wahr? Das mit der Pflasterung, das zieht sich noch etwas. Schwierige Sache. Die Kirche gehört der Pfarrei, der Platz der Stadt. Die Stadt hat kein Geld für den Platz, weil sie für die Skete im Weidach 350.000 Euro braucht. Nicht wahr? Die Kirche hat auch kein Geld, weil sie gerade Geld sammelt, um die gerade mal 50 Jahre alte Kirche in Füssen-West wegen Gebrechlichkeit abbrechen zu lassen, nicht wahr? Der Bürgermeister soll gesagt haben, wenn wir den Platz bis zum 1500. Todestag des heiligen Magnus im Jahre 2250 nicht hinkriegen, dann verschieben wir einfach den Todestag. Nicht wahr? Ja, geht das denn? Nicht wahr, nicht wahr? So einfach verschieben? Moment, Moment. Da muss ich bei Füssen Tourismus nachfragen. Aber momentan kein Empfang. Wir sind in einem Funkloch. Der Sendemast muss auf dem Galgenbichl sein, weil drunter die ganzen Schüler sind. Vom Kindergarten über Grund, ja. Haupt-, Mittel- und Förderschule ist alles da. Und der Kaderschmiede der künftigen Intelligenzia, das Gymnasium auch. Auch dieses, ja. Und das heißt, es gibt nirgendwo im ganzen Ländler eine höhere Konzentration von Handys wie in den Schulen und dem Galgenbichl. Da hat einer von den Hausmeister letztens erzählt, wie neulich zwei Buben im Pissoir miteinander gesimst haben. Herrlich, diese jungen Leute. Sagen Sie,
an der Schüssel simsen muss man kennen. Weil eine Hand simst, die andere Hand lenkt den Strahl. Alles, alles eine Frage der Koordination. Ja und? Ja, bei dem Urner, da hat die Koordination nicht mehr nachgehaut. Ach du Scheiße. Also so schlimm war es jetzt so, mate. Aber na, das nur war's. Naja, die Kinder reden ja heute kaum noch miteinander. Da wird ja nur noch gesimst und geäppt und geskypt und was heißt da noch alles. Stellen Sie sich vor, dass da von 1500 Schülern gleichzeitig 1000 Schüler im Netz sind. Ja, ja, das sind 1000 Verbindungen. Mindestens. In den Pausen ist der Luftraum über den Schüler dermaßen versimst, dass da du's gar kein Navi mehr geht. Und nachher landen die Chinesenbusse am Probenmarkt und kommen nicht mehr raus. Ja. Die Bus wären überhaupt ein Problem. Schloss Kronenbusse, Sonnenbusse blockieren alleweil öfter unser Stachus. Bahnhofstraße wäre blockiert durch den Leupoldparkbus. Von Faulerbach sage ich noch gar nichts. Das sind die von Hohenau-Busse. Das sind die, aber die. Apropos Leupoldpark. Der neue Direktor vom Leupoldpark-Hotel sei ein ganz ein Harter, hat man an den Stammtischen erzählt. Der heißt ja mit Vorname Hartmut. Nomen est omen, haben schon drüber gesehen und die Römer haben oft einmal recht gehabt. Naja, er hat doch sicher einen Familiennamen. Heinz, Heinz heißt er. Und der Jakob kann den so gut leiden wie den Schmutzkasi oder den Falk. Er kann den so gut leiden, weil der Jakob noch im Herbst den Durchstich durch den Freiberggarten mit aller Gewalt durchdrucken wollte. Und der Heinz wollte es it. Und der Jakob hat doch gesehen, wenn du mir deinen Durchstich versaust, dann nehme ich dir den Parkplatz vor deinem Häusle weg. Also vom Hotel. Ja, da geht jetzt so eine Geschichte rum. Nachdem Geschichtler hat der Jakob zu dem Heinz gesehen, er sei ein Oligarchenknecht. Weil das Haus jetzt am Russ gehört. Und dann soll der Hartmut Heinz zum Jakob gesehen haben, wenn ich für Sie ein Oligarchenknecht bin, dann sind Sie für mich Schmied Huberts Handlanger. Ja. Und dann geht's. Ja, ja. Da wird schon was dran sein. Und wir wollen uns das jetzt sagen? Das sag ich jetzt gar nichts. Weil wenn das jemand dem Jakob zutragen würde, dann dürfte ich schon am nächsten Freitag nicht mehr im Liederkranz mitsingen, weil dann nämlich neben mir der Nachbar von Paul Jakob mitsingt. Der Russ? Nein, kein Russe, aber doch ein Roter. Zu dem Heinz fällt mir noch schnell was ein. Das ist vor Haus ja außer wie für Bursch. Und seine Frau, die hat angeblich Städtebau studiert und Jura. Das heißt, die kennt sie gut aus. Auf was wollen Sie jetzt hinaus? Das hat jetzt mit der großen Politik in der Stadt nichts zu tun oder bloß am Rand. Aber wenn die Frau von dem Heinz einmal einen emotionalen Durchhänger hat, dann legt er ihr den Bebauungsplan W43, Bahnhof und Umgriff auf den Tisch und dann kommt die gute Frau eine geschlagene Stunde aus dem Lachen nicht mehr raus. Ja, ja, sowas nennt man im humanmedizinischen Spektrum einen Stimmungsaufheller. Sowas braucht der Jakob schon manchmal. Er hat nämlich dem Sturm vom Fieser Blättler verzeiht, er heb mit dem Heinz schon zwei Gespräche gehabt und die zwei Gespräche seien gut gewesen. Und der Heinz hat dem Sturm verzeiht, dass er in zwei Gespräche gehabt hat, sondern bloß eins. Und das eine war auch nicht gut, sondern gar nicht gut. Das heißt, dass der Jakob nicht die Wahrheit gesagt hat? Oder der Heinz gelogen hat. Oder der Sturm hat dich genau nachgehört. Ja. Ja, und wie geht die Sache jetzt weiter? Ja, auf einmal ganz einfach, weil der Jakob getroffen vom Blitz einer göttlichen Eingebung, gesehen hat, Freunde, den Durchstich brauchen wir gar nicht. Ohne Durchstich geht es genauso. Ganz gut geht es sogar. Habe ich immer schon gewusst, aber nie gesehen.
Also für alle Beteiligten eine gute Lösung. Das ist für Vierser wie ein Märchen aus 1001 Nacht. Tausend und eine Nacht. Was ist das, wenn junge Türken mit großen schwarzen Limousinen, die sie sich niemals leisten könnten, nachts Rennen liefern, die sie nicht dürfen und die Polizei nichts ahnt, obwohl es jeder hören kann? Das kommt los in Viersensee. Start! Start halt! Start am Luitpold-Döner! Küstner Blattkurve! Jetzt radieren Sie durch den Otto-Kreisel! Jetzt schleudern Sie um den Borisselkreisel rundum und um! Sie rausen die Kemptnerstraße statt auswärts! Und jetzt sind sie auf der Zielgeraden statt einwärts. Boxenstopp an der Morissa. Blitzartiger Kennzeichenwechsel. Neustart. Zweispuriges Wettrennen im Grenztunnel und dann folgt das Finale auf der Balkanroute Üsküdar. Glossar zum besseren Verständnis. Alle verwendeten Kennzeichen zeichnen sich durch ungewöhnliche Buchstabenkombinationen aus. Und dadurch, dass sie nur eine einzige Zahl aufweisen, nämlich die 1. Getreu nach dem Bibelspruch, die Letzten werden die Ersten sein. Sollte Ihnen irgendwo ein großes schwarzes Auto mit einem solchen Kennzeichen begegnen, bringen Sie sich möglichst schnell in Sicherheit. Wie war das nochmal mit den jungen Türken und den getönten Scheiben? Also, die jungen Türken fahren in mit großen Limousinen, die sie sich nicht leisten können, Rennen, die sie nicht fahren dürfen. Und der Bürgermeister Jakob fährt seit kurzem ein Auto, das er sich im Wahlkampf nicht leisten wollte. Wisst ihr das noch? Wie der Jakob damals den Gang abgelöst hat, da hat er gesagt: Als SPD-Mann fahre ich kein so protziges Dienstauto wie mein Vorgänger. Und gleich hat er ein weniger protziges Auto herdur. Und jetzt aber, jetzt fährt er ein richtig protziges Auto. Der braucht das Auto zum einen, weil er die am höchstgelegene Stadt Deutschlands repräsentieren muss und wegen seiner Dependance. Deppen was? Dependance ist Französisch und heißt auf Deutsch Außenstelle oder Nebenstelle. Also. In unserem Fall vielleicht Austrag in Spee. Oder Altenteil. Der Jakob braucht das dicke Auto nicht für die paar magere Fahrten nach Mod, der braucht das Auto für den Steilhang zu seiner Dependance auf. Ja, ja, ich hab's verstanden. Dependanz. Ja, und wo hat er dieses Dings da? Ja, das ist in Schwagertraus. Da geht's von der Kirche aus extrem steil den Bergen auf, bis ganz ober doba. Eigentlich kommst du da im Winter bloß mit einem Allrad auf. Und wenn's dumm geht, gar nicht mehr rein. Ja, ja, von mir aus könnte der da ganz da oben bleiben. Und die Schwangauer schicken uns im Gegenzug ihren Bürgermeister Rinke. Das wäre für Vierser ein gutes Geschäft, weil der Rinke ein richtiger Jurist ist. Da könnten wir unseren Mentoring-Juristen Rist sparen, also dem Jakob mit nach Schwager geben. Ja, ja, und dann würde auch niemand mehr einer irgendwie am Magnusplatz parken. Also, liebe Leute, das darf doch niemand glauben, dass die Schwager so dumm sind und so ein Geschäftler mitmachen. Da täten sie sich ja selbst scheißen.
Ja, ja, aber dreimal werden wir doch nur dürfen. Und das wäre ein schöner Traum. Ist es mir, wie die Zeit verliert, wie die zum Fude hergerichtet. Zum Nachknirken! Zum Nachknirken! Nicht schon so. Ich träume alle. Nicht jeder von Ihnen wird verstehen können, was Mike und Fähre sagen, wenn sie sich unter vier Augen unterhalten. Ach so. Husch, husch, husch. Zuhörer mit dem Makel, nördlich der Tiefentalbrücke geboren zu sein, sind in einem solchen Fall auf die Dienste eines Simultan-Translators angewiesen. Die Volkshochschule Füssen will im Semester 2016 auf 2017 einen Sprachkurs mit Schwerpunkt auf dem Shindao-Slang anbieten. Wir sind schneller und präsentieren hier ohne große Formalitäten und Kursgebühren einen Crashkurs. Kleiner Hinweis vor dem Beginn. Ein Schluck Salvator vor jeder Vokabel fördert die Aufnahmefähigkeit des Denkvorganges. Wir beginnen. Leid, jetzt wird's exotisch. Zuerst einmal Prost. Prost, bin ich. Ein Prost, ein Prost, der gewinnt. Zwei, drei, super Prost. Zum Wohl. Fürsnerisch für Reichschmeckter, oder? Füßnerisch für Neubürger. Greifen wir aus dem unerschöpflichen Fundus lokaler Lautäußerungen willkürlich heraus. Dosort. Wir wiederholen. Dosort. Auf Deutsch. Permanent stark eingeschränkte Funktion des Gehörapparates. Es hat früher zum Allgemeinwissen gehört, Merzer Sonne in Verbindung mit Merzer Schnee macht schnell Rosmuckert. Wir wiederholen. Rosmuckert. Zu Deutsch. Make-up. Make-up. Ah, jetzt sind sie still. Setzen eins. Unabhängige, nicht steuerbare Pigmentierung der Gesichtshaut. Ein leider fast schon ausgestorbenes Wort aus dem früheren gesellschaftlich-verwandtschaftlichen Sozialgefüge ist das Hosendotler. Wir wiederholen. Hosendotler. Zu Deutsch.
das maskuline Gegenstück zur Patin oder die Patin mit Hose oder der Firmpate. Früher war vor jedem Bauernhof Abschiedlacher. Wir wiederholen. Schiedlacher, zu Deutsch. Dies ist eine Flüssigkeitsansammlung resultierend aus dem Presssaft der Mistlege. Es war früher so üblich, dass man daheim Batsche angekriegt hat. Wir wiederholen. Batsche. Zu Deutsch. Ein meist gefütterter, für den Hausgebrauch bestimmter, leichter Schuh. Ein Wort, in das jeder echte Eingeborene regelrecht verliebt ist und es deshalb mitunter sinnentstellt einsetzt, ist Sozke. Wir wiederholen. Sozke. Zu Deutsch. Jetzt mal weiterkommen. Ja. Also, liebe Fürsten und Einheimische, seid doch ein bisschen nett zu denen, die von ganz weit herkommen und die sich verstanden. Und denen muss ich das jetzt halt sagen. So, also, das Sozkert, das ist ein gurgelndes Geräusch, das beim Gehen entsteht, wenn man vor dem Hineinschlüpfen in die Schuhe eben diese mit Wasser gefüllt hat. Wir beschließen unsere heutige Lektion mit einem schönen Wort aus dem Dunstkreis fröhlicher Zecher. Neizuzler. Wir wiederholen. Neizuzler. Zu Deutsch. Eine besondere Form des Alkoholgenusses, die unter der Begleitung von Geräuschen stattfindet, so wie sie mitunter auch bei verstopften Spülbecken mit entstehen. Das habe ich geübt daheim. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben nur eine ganze Reihe von Begriffen kennengelernt und diese womöglich auch schon verinnerlicht oder sie bereits erfolgreich in Ihrem eigenen Sprachschatz eingegliedert. Um Ihnen aber den rechten Gebrauch dieser Worte beispielhaft zu demonstrieren, wird Ihnen ein Sprachkünstler der absoluten Elite einen Satz vortragen. Sie sollten, kleiner Tipp am Rande, mitschreiben, sonst vergessen Sie es gleich wieder. Nacht ist mein Rosmuckert, das Horz, Hosendotler, in Abschiedlachen tappet. Nachher hat es in der Batsche gesotzgert, wie wenn er an Schlotter nicht zuzlet hat. Wie bitte? Ich habe nichts verstanden. Können Sie so gut sein und das Ganze wiederholen? Vielleicht auch ein bisschen weniger schnell. Also wenn es weiter nichts ist, nochmal mit Gefühl und für alle, die wo da sind. Nacht ist mein Rosmuckerts, Dosorets, Hosendotle in Abschiedlachen tappet. Nachher hat es in der Batsche gesotzgert, wie wenn sie an Schlotter neizuzeln tät. Jetzt folgt. Also gut. Jetzt folgt die Definition nach Konrad Duden. Ha 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 ha!
ist schon gut. Aus! Arru! Also. Auf Hochdeutsch klingt das bei weitem nicht so nett. Also ganz ehrlich, ihr alle miteinander, ihr seid so ein gutes Publikum. Super, danke. Trotzdem kommt jetzt die deutsche Übersetzung. Gestern ist ein permanent an stark eingeschränkter Funktion seines Gehörapparates leidender Pater mit seiner Backup-unabhängigen, ungesteuerten Pigmentierung der Gesichtshaut in eine Ansammlung von der Misslege abgesonderten Presssaft getreten. Daraufhin hat sich in seinem nur für den Hausgebrau bestimmten Schuhen ein gurgelndes Geräusch entwickelt, als ob er gestockte Milch hineinschlürfen würde. Oh.